Assalamu alaikum, marhaban, guten Tag an euch allen, meine lieben Geschwister und Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt, sodass wir mit unserer neuen Folge starten können. Heute lernen wir Huruf al-Atf, die fast so wie die Konnektoren gesehen werden können. Diese Huruf, also Buchstaben, verbinden die Wörter nach ihm mit dem vor ihm. Im Arab werden beide Wörter dann gleich gesehen. Es von jetzt schon zu verstehen ist bestimmt schwer. Deswegen kommt und lasst uns mal die Beispiele sehen. Ja'a Zaydun wa Amrun. Zayd und Amr kamen. Merkt bitte, dass in jedem dieser Beispiele die letzten Buchstaben von Zayd und Amr immer gleich sind. Zaydun, Amrun. Beide haben am Ende un. Das Wort und, was zwischen den beiden ist, sagt uns hier, dass beide kamen. Ebenso kann, muss aber nicht. Es benutzt werden, um zu zeigen, dass es in Reihenfolge passiert ist. Sogar im Deutschen, wenn man den Satz hört, Zaid und Amr kamen, ist hier die Frage offen, ob beide vielleicht nacheinander kamen oder in zwei verschiedenen Zeiten oder beide eben zusammen. Und aus diesem Grund haben zwei Rechts schon im Islam Meinungsunterschiede in der ritualen Waschung. Denn die Verse sagt, so wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch die Haare und die Füße bis zu den Knöcheln. Und somit ist die Frage, muss man jetzt diese Körperteile in der Reihenfolge waschen oder muss man nicht? Kleine Buchstaben, aber große Einflüsse auf den Sätzen. Ich will euch nicht weiter in den Kopf verdrehen. Deswegen gehen wir lieber zum nächsten Buchstaben. Ja'a Zaydun au Amrun. Zayd oder Amr kam. Dann heißt es, dass einer von den beiden kam, aber man es nicht sagen will oder nicht weiß und die Wahl offen lässt. Beim nächsten Beispiel. Ja'a Zaydun fa Amrun. Zayd kam, so kam Amr. Zur Anmerkung. Ich habe den fa von Amr getrennt, um es deutlich zu machen. Der fa zeigt hier, dass etwas passiert ist und genau danach noch etwas. Als erstes kam Zayd und genau ohne Pause kam hinter ihm danach auch Amr. Natürlich versteht man mit diesem einfachen Beispiel nicht, wie wichtig es ist, aber alles zu seiner Zeit. Also beim ersten haben wir das bemerkt, aber hier habe ich euch nicht so richtig gezeigt, was der Unterschied ist oder wo es dann zu Problemen führen kann. Ja'a Zaydun thumma Amrun. Zayd kam und danach Amr. Hört sich ganz normal an. Aber thumma zeigt, dass es zwischen den beiden eine Zeitspanne gab. Also Zayd kam und nach einer Weile kam Amr. Und das ist auch der Unterschied zwischen dem fa und thumma. Bei einem passiert etwas genau gleich danach und beim anderen nicht. Jetzt stellt euch mal vor, zwei Personen hassen eine Person und haben ihn jahrelang nicht gesehen und er ist gestorben. Dann stellt man sich ja nicht vor, dass diese beiden zur Beerdigung kommen. Und dann sagst du, Ja'a Zaydun hatta Amrun. Zayd kam, bis auf Amr kam. Das, wenn man das so wörtlich übersetzen würde, also wenn man es mit der Bedeutung übersetzen würde, also sogar Amr kam. Was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Das nächste Beispiel. Ja'a Zaydun am Amrun. Kam Zayd oder Amr. Hier sieht man, dass man M mehr bei Fragen benutzt. Und das ist der Unterschied zwischen M und Au. Im nächsten Beispiel, Ja'a Zaydun bel Amrun. Zayd kam, aber nein, Amr kam. Bel ist nützlich, um etwas zu sagen und seine Meinung zurückzunehmen, um einen neuen Satz zu sagen oder es eben zu stärken, wie man
wie wenn du einem deiner Geliebten sagst, du bist so schön wie der Mond. Nein, doch bist du viel schöner. Und somit beenden wir mit diesem romantischen Beispiel unsere Folge und sehen euch in einer nächsten Folge. Natürlich, dieses Video und dieses Thema ist jetzt vielleicht ein wenig schwer, weil wir alles auf einmal genommen haben. Aber wenn man sich mehr Beispiele liest und aufschreibt, dann wird es vielleicht einfacher. Und ila liqa, ma'a salama und assalamu alaikum.